Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Okay, jetzt sind wir wieder mit Sensei Ishikawa unterwegs, haben die Nebenquest Die Wie Vergangenheit sollen wir vergeht diese nicht Bogenschützen finden? Wir kämpfen gegen die angenommen. Tomoe. Genau, und wir sind weiterhin auf der Suche oder besser gesagt auf der Jagd nach seiner ehemaligen Schülerin. Wir wollen alle Wege zum Hiyoshi-Hallbad kontrollieren. Wo platzieren wir Schützen? Genau, und jetzt müssen wir uns darauf vorbereiten, uns mit ihr zu messen. Nun denn. Eine Handvoll Männer könnte die Straße zur Küste blockieren. Ja. Und dort? Der Pfad hinter dem Gasthaus. Nein. Kaum Deckung, schlechte Sichtlinien. Wir wollen mit möglichst wenigen Schützen das größte Gebiet abdecken. Stimmt. Okay. Jemand müsste die Brücke in die Stadt beobachten. Sehe ich auch so. Okay. Und hier noch Es was? wäre schlau, den Hauptzugang zur Stadt zu kontrollieren. Die Leute meiden bereits die Hauptstraße. Schützen wären dort nutzlos. Okay, guter Punkt. Die Straße nach Süden führt entlang eines Kamms. Perfekt für einen Pfeilhagel. Tomoe würde zustimmen. Ihr habt nicht völlig versagt. Gehen wir jagen. Okay. Der Wind leitet uns. Erreiche die Küstenstraße. Okay, upsala. Wir sehen uns dort, Sensei. Nehme ich an. Komm her, Nobu. Was habt ihr Tomoe noch gelehrt? Ich habe nichts verheimlicht. Warum ihr den Nagao-Clan verlassen habt? Das ist kein Geheimnis. Ich setzte mich zur Ruhe. Und ich mochte die heißen Quellen. Warum habt ihr weiterhin gelehrt? Ihr hättet niemals aufgehört. Aber ihr lehrtet weiterhin. Nicht sofort. Woher der Sinneswandel? Der Bogen ist mein Leben. Ohne ihn fühlte ich mich tot. Und ich wollte leben. Bereut ihr, das Kriegerleben aufgegeben zu haben? Den Bogen zu meistern heißt, sich selbst zu meistern. Das ist der einzige würdige Sieg für einen Samurai. Der Rest ist unbedeutend. Alles klar. Nun denn. Solange kein weiterer Dialog ausgelöst wird, werde ich erst einmal schön weiter in die Richtung galoppieren. Wald der verborgenen Quellen. Wir nähern uns. Augen auf. Okay. Halte die Augen nach Mongolen offen. Nun denn. Dort? Nun gut. Kämpfen wir! Stell dich mir! Hey! Okay. Eine erledigt. Sind noch eine Scheißmenge übrig. Okay, schalten. Hörst du wohl auf? So. Oh, das gibt's nicht. So. Okay. Jetzt der Rest. Kämpf mit mir. Und zack. Tomoe war nicht hier. Keine Pause. Okay. Erreiche die Brücke an der Küste. Hier hast du etwas? Nein. Scheinbar lassen sie nicht allzu gerne irgendetwas anderes außer Kunai fallen. So scheint es mir. Okay. Na dann, weiter, Meister. All diese unschuldigen Opfer. Tomoe hat alle Brücken abgebrochen. Ihr Volk hintergangen. Sie verriet uns, weil die Mongolen ihr Macht bieten. Reichtum, Ansehen. All das war ihrem Stand verwehrt. Tomoe wusste, dass sie mehr verdient hatte als ihr Geburtsrecht. Er zeigt zu viel Mitgefühl. Wenn nötig, bin ich skrupellos. Ein Krieger sollte gütig sein. Mitgefühl ist hilfreich. Selbst für einen Krieger. Wer hat euch das gesagt? Sun Tzu? Mein Onkel. Und er hat das nicht gesagt, sondern vorgelebt. Gnade schafft eine Schuld. Euer Onkel zeigt jenen Gnade, die keine Gefahr darstellten. Kein Risiko. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Die Brücke an der Küste.
Noch ein kleines bisschen weiter. Guten Tag. Das Hiyoshi-Heilbad. Ah. Guten Tag, der Herr. Einiges kennt ihr vielleicht noch nicht. Bogen-Aussehen-Objekte, okay. Kranich-Schlag, okay. Na, um es für 5 Blüten zu kaufen. Okay. Ja, warum nicht? Eine gute Wahl. Blumen habe ich bislang noch gar nicht genutzt. Von daher... Oh, und das hier würde 10 kosten. Tracht des Reisenden und für alles andere habe ich leider nichts freigeschaltet. Ihr habt meinen Dank. Nun denn... Huch! Huch! Bisschen weiter weg als gedacht. Oh je, ist das etwa die Brücke? So ein Mist. Da sind wir wohl irgendwo falsch abgebogen. Hm. Na dann. Das wird ja wohl ein Weg sein, den wir auch mit dem Meister zusammen bereisen können. Das hier sieht schon deutlich besser aus. Ah, okay, mein Meister ist bei mir. Sehr gut. Ich dachte schon, ich hätte ihn verloren. Ach je. Hinterhalt! Meinetwegen. Oh, du Ratte! Das werdet ihr... Oh, nicht überleben. Das gibt's nicht. So ein Mist. Bye. So, Nummer 1. Oh Mann, ich hätte sie mit dem Hornissennest erledigen können. Mist. Au. Ups. Das hat Schaden gegeben. Na komm. Ja, komm. Och, das gibt's doch nicht. Der ignoriert mich einfach. Ein Schlangennest ist noch übrig. Kommt. Wie wurde Tomoe Fliegt da runter? Eure Nö. Schülerin? Sie tauchte mit dem armseligen Bogen ihres Vaters im Dojo auf und wollte nicht mehr gehen. Ihr habt sie nicht abgewiesen. Ich wollte. Doch sie bohrte einen Pfeil nach dem anderen in meine Ziele. So ein Talent hatte ich noch nie gesehen. Sie war sicher ausgebildet. Ihre Haltung war falsch. Völlig nutzlos in einem echten Kampf. Doch sie hatte keine Angst, ihr Ziel zu verfehlen. Sie zögerte niemals. Der Geist einer Kriegerin. Nein. Einer Mörderin. Hm. Das erkannte ich erst viel zu spät. Okay. Auf zum letzten Rattennest. Erreiche die Straße nach Süden. Nun denn. Ist die Richtung richtig, lieber Wind? Ja, ist er. Also die Richtung. Sie ist richtig. Sehr schön. Huch, dort. Dort oben. So, ich steige lieber von meinem Pferd ab, bevor es noch getroffen wird. Viel Spaß. Ihr Säcke. Na, du da hinten auch? Nö. Nix da. Zu langsam. So. Na, du? Mist. Noch ein Versuch? Ha? Ha? Na? Zack! Jawoll! Noch einer übrig? Ach du Scheiße, da unten der Anführer. Aha! Na?
Jawoll! Sensei Ishikawa! Du kennst den Namen Ishikawa? Ja, ich habe eine Botschaft. Sprich! Sensei, das ganze Hiyoshi-Hallbad wird um Gnade winseln. Wie die Opfer von Hironori Nagao. Genug! Anführer getötet. 4 weitere für die Windkampfhaltung. Hironori Nagao. Fiel er nicht gegen Banditen? Das ist Jahrzehnte her. Er galt als großer Bogenschütze. Hat er bei euch gelernt? Nein. Tomoe verbreitet Lügen. Ein Körnchen Wahrheit liegt darin. Sie will Zweifel zwischen uns säen. Nur wir stehen zwischen dem Hiyoshi-Heilbad und einem Blutbad. Dann stehen wir zusammen. Wir planen den Schutz der Stadt in meinem Dojo. Trefft mich dort und seid kampfbereit. Ja, Sensei. Okay. Die Vergangenheit vergeht nicht, abgeschlossen. Sehr schön. Ja, allzu viele Punkte hat es leider nicht gegeben, aber dennoch war es eine schöne Nebenmission. Talisman der Präzision. Okay. Aufzeichnungen aktualisiert, der Weg des Bogens. Hier. Sensei Ishikawas ehemalige verräterische Schülerin Tomoe scheint mongolische Bogenschützen für einen Angriff auf das Hiyoshi-Heilbad zu trainieren. Der Sensei ist voller Reue, sie unterrichtet zu haben, doch seine Schuldgefühle werden niemanden retten. Nur indem wir handeln, können wir dies wiedergutmachen. Ich sollte ihn in seinem Dojo treffen, um eine Verteidigung zu planen. Oh, wir bekommen Brandpfeile dann als Belohnung, Leute. Ja, dann muss es auf jeden Fall sein. Ich wollte diese Geschichte sowieso schon vorher zu Ende bringen, aber jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Brandpfeile müssen sein. So, was kann ich denn jetzt noch nehmen? Mittlere Erhöhung des Pfeilschadens. Einlege- und Nachladegeschwindigkeit werden um 15% erhöht. Interessant. Soll ich nicht? Ich bleibe erstmal bei dem, was ich ausgerüstet habe. Was haben wir hier Neues? Schwarzpulverbombe. Ach so, geworfener Sprengstoff, der in einem großen Bereich Schaden verursacht. Verbesserungen ansehen. Eine höhere Kapazität kann ich mit 5 weiteren Raubtierfällen erreichen. Oh, noch etwas Neues? Ach so, hier, Wurfwaffen, okay. Zum Werfen von Bomben, Windglocken und Böllern. Na, erstmal rüste ich den Bogen weiterhin aus. Ansonsten haben wir nichts Neues im Menü, alles klar. Na denn, ist dort oben schon das Dojo? Jo. So sieht's aus. Okay, der Weg des Bogens. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante und sehr schöne Nebenquest-Reihe. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir richtig gut und ich möchte wissen, wie es am Ende mit Tomoe ausgeht. Wir haben Tomoe ja bislang noch nicht persönlich zu Gesicht bekommen. Da bin ich gespannt, ja, wie es sein wird, wenn wir ihr persönlich begegnen werden. Na, ich glaube, wir sollten doch lieber weiter runterreiten. Oder? Nein, ich glaube doch nicht. So. Am besten so im Zickzack, dann sollten wir die Bergspitze erreichen. Ja, sieht gut aus. Sensei Ishikawas Dojo. Sehr schön. Okay. Sensei. Wo seid ihr? Dort. Ah, er blickt wieder in die Landschaft. Und seine einzige Begleitperson scheint der Wind zu sein. Die Natur selbst. Sakai. Der Weg des Bogens. Wir
Wir dürfen Tomoes geplanten Angriff auf das Yoshi-Hallbad nicht ignorieren. Warum ist sie von der Stadt denn so besessen? Ich wurde dort geboren. Die Zerstörung beweist ihren Wert für die Mongolen. Und erniedrigt mich. Doch das Gebiet ist von Vorteil für uns. Zwei fähige Schützen können Hunderte aufhalten. Oder wir lassen die Mongolen gewähren. Tomoe erringt einen Sieg und wird unvorsichtig. Dann schlagen wir zu. Das Yoshi-Hallbad als Opfer für Tomoe? Das Opfer ist es wert! Tomoe würde zustimmen, Sensei. Gut, Sakai. Sie greift von Norden an. Wir sollten uns darauf fokussieren. Nach geeigneten Anhöhen suchen, Pfeile platzieren und... Leise! Hört ihr das? Ja, habe ich auch gehört. Ich wollte schon sagen. Oh, ein shit! Pfeil, ein Tod! So. Kommt her, ihr Bastarde. Na? Verdammt. Sie wollen nicht angreifen? Dann schalte ich ihre Bogenschützen eben aus. Bevor sie mir zu gefährlich werden können. So. Nun. So. Na? Noch weiter? Oh, ich bekomme gerade die Trophäe glänzender Stahl. Nicht schlecht. Sehr gut. Ich hatte bereits mit Tomoes neuen Freunden gerechnet. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie mehr Männer geschickt. Sie wollte uns nicht töten, sondern aufhalten. Das Yoshi-Hallbad, der Angriff beginnt. Verdammt. Ich finde es gut, wie Jin gerade eben auch wieder die richtigen Worte gewählt hat, um den Sensei Ishikawa von seiner Idee abzuhalten, das Hallbad zu opfern. Tomoe hätte zugestimmt. Und in diesem Fall... Versprecht mir, weiter Tomoe zu jagen, wenn ich heute falle. Mir geht es um die Mongolen, wir werden Tomoe besiegen. Versprochen, Sensei. Sie weiß, dass ihr mein Schüler seid. Euer Tod zerstört mein Vermächtnis. Euer Weg des Bogens überlebt mit mir. Wo schlägt Tomoe zu? Hinten in der Stadt, beim Wasserfall. Der verwundbarste Punkt. Wenn wir vor den Mongolen ankommen, können wir uns vorbereiten. Das wird nicht leicht. Ist es nie. Das stimmt. Es ist eigentlich nie leicht. Da hat er recht. Ihr beiden, hierher. Was ist, meine Herren? Versammelt alle beim Gasthaus und lasst euch nicht sehen. Wir kümmern uns um sie. Ja, meine Herren. Genau. In diesem einen Punkt... Von hier aus ist die Sicht gut. So können die Mongolen uns nicht flankieren. In diesem Plan, was den anfänglichen Plan um das Hallbad angeht, da möchte man nicht mit Tomoe einer Meinung sein. Höchstens, wenn es darum geht, strategisch günstig Bogenschützen zu platzieren. Uns bleibt nicht viel Zeit. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Okay, Spähen. Wir haben keine große Wahl. Nutzen wir das, was wir haben. Mhm. Und das, was wir haben, ist eine schier endlose Menge an Pfeilen. Moment mal, hä? Hornissennester. Sehr gute Ablenkung. Ich dachte schon, ich hab für einen Moment gedacht, gucke ich jetzt in die falsche Richtung? Nö. Das Gras. Lockt die Mongolen dorthin. Wir sorgen dafür, dass ihr Brandpfeile habt. Ho, sehr gut. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Nehmt diese Brandpfeile und verbrennt euch nicht daran. Oder mich. Okay. Brandpfeil für den Kurzbogen. Setzt Gegnerkleidung und trockenes Gras in Brand. Ist zwar viel zu schade um dieses wunderschöne Gras hier, aber... Ich Dann muss tun, was nötig Weg, ist. Sensei. Bereit machen. Die Mongolen sind bald hier. L2 und Dreieck, um Brandpfeile auszurüsten. Dann werden wir ihnen den Weg des Bogens zeigen. Okay, und mit Viereck komme ich zu den normalen Pfeilen Sie wieder zurück. Sie kommen den Berg hinunter. Greift an. Ein Pfeil, ein Tod, Sensei. Na, wo sind sie? Oh, dort. Schlecht, Sakai.
Danke. Ich bin bereit für mehr. Sie ebenfalls. Dort auf der Hauptstraße. Ich erledige sie. So. Okay. Oh, da meldet sich gerade der Wecker. Mist. Mist. Das gibt's ja nicht. Oh. Wie er sich sämtlichen meiner Angriffe entzogen hat. Mist. Ach, verdammter Mist. Sensei. Okay. Na? Zack. So, das war's. Mist. Hat nicht ganz gereicht. Jetzt aber. Mist. Habe ich hier noch irgendwo Brandpfeile rumliegen? Scheinbar nicht. Mist. Ah, jetzt habe ich welche gekriegt. Mist. Eine Spur. So. Da sind noch mehr. Hält ihn über den Zahn zu. Okay. Ist hier noch einer? Ja. So. Noch weitere Pfeile hier zu finden? Ja, Brandpfeile vor allen Dingen. Sehr gut. So. Okay. Jawohl. Jetzt habe ich das Gras auch wieder erwischt. Mist. Das gibt's doch nicht. Na komm her. Wenn du dich traust. Hä? Zack. Jetzt aber. Jawohl. Das waren dann alle. Es ist vorbei. Sehr gut. Fürs Erste. Puh. Hoffentlich haben die ganzen Bogenschützen, die ich hier umgenietet habe, auch ein paar Brandpfeile übrig. Und nicht nur normale. Ah. So, du arme Sau. Okay. Puh, welch ein Leichenwerk. Nun denn, Sensei. Ah, da sind eventuell auch noch ein paar Sachen zu looten. Ja, zwei Vorräte. Immerhin. So. Ah, da ist sie ja. Hä? Das ist Tomoe. Sie verbrennt das Nagao-Banner. Ah. Jetzt haben wir sie. Bis wir dort sind, wird sie längst weg sein. Freches kleines Ding. Sie ist feige. Nein. Sie verhöhnt mich. Sie weiß, wer mein letzter Schüler vor ihr war. Hironori Nagao. Ihr sagte doch, das war er nicht. Was denn nun? Ich war jung, hochmütig, gefühllos.
Hironori nahm mich zum Vorbild. Er führte Rebellen gegen den Clan und verlor. Doch erst tötete er Fürst Nagaos beste Männer. Hironori starb nicht im Kampf mit Banditen. Die Geschichte sollte Nagaos Vermächtnis schützen. Nein, zwar nicht mehr zu retten. Als sein Lehrer war ich nicht mehr vertrauenswürdig. Man war so gnädig, mich zurücktreten zu lassen. Ich redete mir ein, der Weg des Bogens müsse bewahrt werden. Die Wahrheit ist, ich bin ein Feigling und hätte es längst beenden müssen. All das habt ihr Tomoe erzählt. Sie sollte bloß verstehen, was es mir bedeutete, wieder zu lehren. Und wie alles andere wandte sie es gegen mich. Ihr könnt Nagao nicht reinwaschen und Tomoe nicht ändern. Doch heute habt ihr die Menschen von Iyoshi gerettet. Mit meinem neuen Schüler. Ich brauche euch bei Burg Haneda. Mein Bogen gehört euch. Tomoe ist noch nicht fertig. Wir müssen sie weiterjagen. Werden wir, Sensei. In Ordnung. Okay. Puh. Oi, und mit einem Blick auf die auf das Heilbad, das wir beschützt haben. Der Weg des Bogens. Das hier ist ein wunderschöner, eine wunderschöne Kameraperspektive. Talisman der Immunität. Okay. Und stürmender Falke, Kurzbogenfarbe. Ah. Und zweimal Seide haben wir auch noch erhalten. So. Zum Glück haben die von dem Angriff nichts mitbekommen. Muss auch nicht sein, ne? Jetzt, wo die ganze Action vorbei ist, da müssen wir denen nicht auch noch Panik machen wegen etwas, das schon längst vorbei ist. Fürst Sakai, ich studierte Poesie mit eurem Onkel. Aha. Die Mongolen haben Fürst Shimura gefangen genommen. Das erduldet er. Er ist stark und unverwüstlich. Bewandert in Kampfeskunst und Poesie. Widmet ihr euch dem Haiku, Herr? Im Krieg bleibt keine Zeit. Gerade im Krieg muss man sich die Zeit nehmen. Das Haiku schärft die Konzentration, beseitigt das Chaos. Gibt einem Frieden. Genau. Ich schreibe am liebsten oben auf der Klippe. Es gibt viele solcher Orte. Wenn ihr darauf achtet, findet ihr in ganz Tsushima Inspiration. Ich hoffe, ich finde stille Orte wie diesen. Unberührt vom Krieg. Sehr schön. Achtet auf die Vögel. Sie weisen euch den Weg. Alles klar. Hiyoshi Haiku. Karte aktualisiert. Ort aus einem Gespräch hinzugefügt. Alles klar. Und wie selbst die ganzen Bäume dort am Horizont sich im Winde bewegen. Wunderschön. Sich im Winde winden. Das wäre eine bessere Formulierung gewesen, aber da bin ich nicht mehr rechtzeitig drauf gekommen. Okay. Das hier? Nicht abgeschlossen. Ach. Momentchen mal. Also direkt nebenan bei dem Herrn. Okay, nicht direkt nebenan. Ein bisschen weiter davon entfernt. Okay. Na dann. Mal gucken. Über Harmonie sinnieren. Oh.
Das gefällt mir. Erde unter euch. Kühles Bett unter Sternen. Stets stärker werdend. Der alte Mann hatte recht. Meine Seele ist im Reinen. Sie ist stark. Ich sollte mir Gedichte schreiben. Stirnband der Harmonie. Erde unter euch, kühles Bett unter Sternen, stets stärker werdend. Sehr schön. Das ist wirklich super. So. Ah, stimmt, bei Bogenmacherin, aber hier ist leider kein, genau, hier ist kein Geschenkaltar. Und zu dem Geschenkaltar würde ich sehr gerne wieder zurückkehren. Kleinen Moment, kann es sein, dass der nächste Auftrag, scheinbar Sensei Ishikawa den nächsten Auftrag noch nicht für mich bereit. Also bin ich doch noch nicht in der Lage, seine gesamte Geschichte abzuschließen. Nun gut. Wenn dem so ist, dann kann ich es natürlich auch nicht erzwingen. Dann wird mich der Wind eben zu meinem nächsten Ziel tragen. Dann wird die Geschichte wohl erst später fortgesetzt werden. Sehr schade, aber... Naja, zumindest haben wir Tomoe von Weitem einmal zu Gesicht gekriegt. Besser als gar nicht, schätze ich. Es wirkte auch so, als hätte sie eine Maske auf. Sehr interessant. Ich bin schon gespannt darauf, mich mit ihr im Bogenschießen messen zu können. So. Sehr schön. Wo ist denn dieser geheimnisvolle Ort? Ist er dort unten? Oh, das ist aber ein ziemlich hoher Sprung, den ich natürlich nicht mit meinem Pferd wagen möchte. Gibt es irgendwo... Ah, okay, perfekt. Oh, direkt rechts ist der richtige Weg. Der Weg, der zur Ebenheit führt. Finde die Brücke zwischen Hiyoshi und Ariake. Vorfall an der Hiyoshi-Schlucht. Moment mal. Wieso der Vorfall an der Hiyoshi-Schlucht? Habe ich das denn jetzt etwa als, Huch? Wo kommt denn der Auftrag auf einmal her? Ich hörte Schreie in der Nähe einer Brücke über die Hiyoshi-Schlucht. Ich sollte sicherstellen, dass niemand verletzt ist. Ja. Ohne mein Wissen hat sich direkt diese Quest aktiviert. Um ehrlich zu sein, die Schreie habe ich noch nicht mal so mitbekommen. Ist das hier eventuell der Ort? Nee, nicht wirklich. Okay, der unbekannte Ort scheint tatsächlich direkt bei der Nebenquest zu liegen. Soll mir recht sein. So, welche Richtung, lieber Wind? Dort. Okay. Mein Herr! Was ist denn hier los? Sie belagern die Brücke! Sprecht, wir waren auf der Flucht ins Hiyoshi-Halbad. Die Brücke sah sicher aus, doch die Mongolen lauerten in der Schlucht. Sie schossen von unten auf uns. Jemand ist verletzt. Banta! Der Sohn meines Bruders! Sie benutzen ihn als Köder. Eure Familie soll sich von der Brücke fernhalten. Ich beende das. Vorfall an der Hiyoshi-Schlucht. Das Gute ist, ich bin ja in der Lage, sämtliche Pfeile jetzt durch simples Blocken abzuwehren. Also könnte ich... Deine Familie überlässt dich dem Tod. Ich sehe schon, das Spiel möchte eher von mir, dass ich... Oh, dort unten sind ja noch mehr Feinde. Na, wisst ihr was? Wenn das so ist,
Ich wollte eigentlich direkt über die Brücke laufen und alle Pfeile direkt abwehren, aber in dem Fall... Hui! Boah, da muss ich das Schwert ja durch seinen kompletten Körper getrieben haben. Bei solch einer Pfeildistanz... Hallo! Oh, kommt ihr jetzt rüber, oder was? Ha? Kommt doch! Traut euch! Wo wollen die denn jetzt hin? Mist. So. Ich erwische sie wenigstens auch. Oh, und dafür bewegen die sich jetzt schön. Du Sau. Oh, knapp den Kopf verfehlt. Du Sack! Ich fass es nicht. Ah, mir sind die Pfeile ausgegangen. Na gut. Wie ihr wollt. Ja, jetzt bekommt ihr Muffensausen, ja? 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 So. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt wird kurzer Prozess gemacht. Boah! Wie er sich im letzten Moment noch komplett umgedreht hat. Hat so getan, als ob er dümmlicherweise auf die Felswand zielen würde. Na, warte. Dich erwische ich auch noch. Sind hier noch welche? Aha. Oh, what? Wo ist der Bastard denn jetzt, bitteschön? Ach, da ganz weit hinten, oder was? Naja, erstmal kümmere ich mich um den hier. Wow, shit! Ja. Dort. Okay. Jetzt habe ich wenigstens ihre Position ausgemacht. Au. So, immer schön weiter. Euch kriege ich noch. Wartet's nur ab. Zum Untertauchen, um dich vor Gegnern zu verbergen. Ach, R3. Okay. So. Na, wo ist er? Natürlich da oben direkt. Oder? Ja, doch. Na? Ja. Klappt leider nicht mehr. So. Waren das jetzt alle? Och, das gibt's ja auch nicht. Du miese Sau. So. Kopfschuss. Mistkerl. Okay. So. Jetzt schnell den Jungen retten. Hey, mein Kleiner. Oh. Ist, glaube ich, eher ein Teenager als ein kleiner Junge. Sie nicht mehr. Es ist vorbei. Geh zu deiner Familie. Hab Dank, mein Herr. Kein Problem. Die Brücke ist sicher. Okay, sprich mit Bantas Onkel. Dort ist er. Ha. Welch eine schöne Brücke, die zu so etwas Schrecklichem verwendet wurde. Die Mongolen sind fort. Kümmert euch nicht um ihr Leid. Bringt eure Familie zum Miyoshi-Heilbad. Die Straßen sind gefährlich. Jawohl. Danke. Alles klar. Vorfall an der Hiyoshi-Schlucht abgeschlossen. Sehr schön. Hat uns wieder einen weiteren Technikpunkt eingebracht. Perfekt. Genau das, was ich brauche. Talisman der Unbeugsamkeit 1. 10 Leinen. So.
Schauen wir mal. Bei 50% oder weniger Gesundheit wird der erlittene Schaden um einen mittleren Wert verringert. Okay. Noch etwas. Chance von 15%, dass Pfeile von Gegnern keinen Schaden verursachen. Okay. Kleidung. Stirnband der Harmonie. Okay. Waffen und Munition. Brandpfeile. Für den Kurzbogen. Setzt Gegner Kleidung und trockenes Gras in Brand. Sehr gut. Ah, das bedeutet, als nächstes würde der goldene Tempel als Ziel anstehen. Danach würde ich die Geschichte von Fürstin Masako beginnen. Danach diese Nebenaufgaben. Und dann käme ich endlich hier unten zum gebrochenen Schmied. Nach sehr langer Zeit. Okay. Schauen wir uns noch einmal ganz kurz an. Wie sieht das bisher freigelegte Gebiet nun aus? Schon fast wie eine Art Netz, das anfängt, sich über das Land auszubreiten. Ist jetzt so das Erste, was mir eingefallen ist. Okay. Sehr schön, Leute. Damit hätten wir auch hier eine noch größere Tragödie verhindert, als ohnehin schon passiert ist, bislang. So. Na dann. Ich würde sagen, die Reise zum Goldenen Tempel treten wir dann im nächsten Part an, liebe Leute. Also dann, an dieser Stelle, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.